3 typische Fehler beim Bunnyhop, die du vermeiden solltest. Hi, mein Name ist Daniel von der Mountainbike-Schule Rock My Trail und wir wollen dir heute 3 typische Fehler zeigen, die wir in unseren Kursen beobachten, warum der Bunnyhop nicht funktioniert. Der Bunnyhop ist natürlich die Königsdisziplin beim Mountainbiken. Der Bunnyhop hilft uns zum einen, Hindernisse zu überwinden, aber auch Geländewellen als Landung zu nutzen und so mehr Flow aufzubauen. Das heißt, ein gut beherrschter Bunnyhop sorgt dafür, dass ihr mit mehr Spaß, aber auch mit mehr Flow auf dem Trail unterwegs sein könnt. Aus diesem Grund solltet ihr 3 Fehler unbedingt vermeiden, damit ihr den Bunnyhop schnell und ordentlich lernen könnt. Fehler Nummer 1, das Rudern. Ich ziehe das Fahrrad mit meinen Armen an den Körper heran. Das passiert vor allem beim Manual Impuls. Während ich versuche, das Vorderrad hochzubekommen, ziehen viele den Lenker Richtung Brust. Das ist eine Sackgasse beim Bunnyhop, in die ich nicht laufen darf. Wichtig ist dabei vor allem der Buchstabe L. Was genau bedeutet das? Wir kommen von der Grundposition, unserer kraftsparenden Position, gehen über die Aktivposition weiter runter in die aktivierte Position. Arme und Beine sind hierbei sehr gebeugt. Wir bauen Vorspannung auf. Diese Vorspannung gilt es nun im nächsten Moment in eine Bewegung umzuwandeln. Das heißt, wir wollen das Fahrrad jetzt von uns wegstrecken. Das bedeutet, unser Körpergewicht geht erst senkrecht nach unten und dann waagerecht nach hinten. Während wir das Körpergewicht nach hinten verlagern, schieben wir das Fahrrad unter uns nach vorne durch. Das passiert vor allem mit der Kraft aus den Beinen. Unsere Arme werden dabei nahezu gestreckt. Hier sehen wir den ersten großen Unterschied. Das heißt, wir können das Vorderrad hochbekommen, ohne die Arme anzuwinkeln. Denn wir wollen das Fahrrad nicht an uns heranziehen, sondern das Fahrrad unter uns wegschieben und dadurch eine Körpergewichtsverlagerung Richtung Hinterradachse dafür sorgen, dass das Vorderrad entlastet wird und nach oben kommt. Denkt bitte dran, während ihr den Manual Impuls mit dem L trainiert, dass ihr den Finger an der Hinterradbremse habt. Denn die Hinterradbremse ist eure Versicherung. Solltet ihr einmal zu weit nach hinten kommen, zieht ihr die Hinterradbremse, euer Vorderrad kommt schnell wieder an den Boden. Fehler Nummer 2. Wir machen das V anstatt das L. Es geht also nicht nur darum, das Fahrrad von mir wegzustrecken und durch eine Streckbewegung das Vorderrad hochzubekommen, sondern auch den Körperschwerpunkt an die richtige Stelle zu verlagern. Und hier müsst ihr relativ genau sein. Lasst euch gerne von einem Freund oder einem Kumpel mal filmen. Wir wollen nämlich nicht das V machen für verboten, sondern das L für Manual Impuls. Was ist der Unterschied? Häufig passiert es, dass man am Anfang runtergeht in diese aktivierte Position, aber im nächsten Moment sich nach hinten oben streckt. Ich kann zwar auf diese Weise einen Bunnyhop lernen, der wird mich aber in der Höhe beschränken. Das heißt, versucht eher, dass ihr runtergeht und ein sauber ausgeführtes L macht. Ein weiteres Problem, wenn ihr die V-Bewegung macht, also nach hinten oben geht, ist, dass euer Körperschwerpunkt sehr weit oben ist. Die Gefahr des hinten rüberfallens ist nun sehr schnell erreicht. Außerdem könnt ihr euch, wenn ihr euch direkt nach hinten oben streckt, die nächste Bewegung, die beim Bunnyhop folgen würde, nicht mehr ausführen, denn euer Körperschwerpunkt ist bereits oben. Fehler Nummer 3, das richtige Timing. Häufig ist es so, dass man bei den vielen Bewegungen, die beim Bunnyhop zusammenkommen, nicht das richtige Timing findet. Und dann läuft man in eine weitere Sackgasse, warum der Bunnyhop nicht funktioniert. Das ist ganz normal, aber das richtige Timing sorgt dafür, ob der Bunnyhop sehr leicht oder sehr schwierig funktioniert. Wenn ich also nun den Manual Impuls, das Vorderrad anheben, richtig hinbekomme, wann ist der richtige Zeitpunkt, um das Hinterrad anzuheben bzw. das Ganze in die zweite Bewegung umzuwandeln? Das passiert in dem Moment, wenn das Vorderrad nicht mehr steigt. Ich verlagere mein Körpergewicht jetzt nach vorne oben und sorge so dafür, dass ich den Takeoff habe und auch mein Hinterrad den Boden verlässt. Also merken wir uns, ganz wichtig ist ein sauber ausgeführter Manual Impuls, die erste Bewegung zum Bunnyhop, um das Vorderrad ordentlich vom Boden wegzubekommen. Wir wollen dies in einer L-Bewegung und nicht in einer V-Bewegung ausführen. Wenn wir das Vorderrad so weit oben haben, dass es nicht mehr steigt, leiten wir die zweite Bewegung ein, ziehen den Lenker Richtung Hüfte und strecken uns nach vorne oben. Und denkt an das richtige Timing. Wenn ihr hinten unten seid, kommt als nächste Bewegung, wo ihr den Lenker Richtung Hüfte zieht und euch nach vorne oben abdrückt. Wie das genau funktioniert, könnt ihr euch gerne nochmal in unserem Bunnyhop-Video anschauen. Dieses verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Trainieren von Bunnyhop. Wir hoffen, dass wir euch mit diesen 3 Fehlern, die wir häufig in unseren Kursen beobachten, helfen konnten und dass die Erklärungen dafür sorgen, dass ihr den Bunnyhop nun besser hinbekommt. Solltet ihr noch eine Frage haben, schreibt uns gerne einen Kommentar oder besucht uns in einem Kurs. Ansonsten sagen wir, bis bald im Wald. Du bist jetzt am Ende des Videos angekommen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen da. Wenn du eine Frage hast, schreib uns einen Kommentar. Fahrtechnikkurse und Reisen, die Termine und alle weiteren Informationen findest du im Link in der Videobeschreibung. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, klicke hier oben auf Abonnieren.
dann bist du der Erste, der die neuen Videos direkt angezeigt bekommt. Möchtest du weiterschauen, dann haben wir hier zwei Videoempfehlungen für dich, die auf jeden Fall interessant sein könnten, wenn du dich für das Thema Biken interessierst. Ansonsten bedanken wir uns für dein Reinklicken und freuen uns, wenn du demnächst wieder dabei bist. Bis bald!